Einen wunderschönen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video PUBG Tipps und Tricks. Heute mit den Themen Aufsätze und was nehme ich alles überhaupt in meinen Rucksack mit. Ich wünsche euch mega viel Spaß beim neuen Video und vielen Dank fürs Einschalten. So, meine Lieben, kommen wir jetzt zum Thema Aufsätze. Es ist sehr wichtig, die richtigen Aufsätze für die Waffen zu benutzen. Da es schon einen effektiven Vorteil hat, zum Beispiel jetzt, wenn es darum geht, den Recoil zu kontrollieren oder dass die Schüsse gebündelter einfach sind. Das kann ich euch mal kurz erklären. So sollten eure Waffen ausgerüstet aussehen. Ja? Diese Aufsätze, was ich hier auf den Waffen drauf habe, sind einfach mit die besten. Ja? Der Kompensator bringt auf jeden Fall einen enormen Vorteil. Der verbessert schon mal den Recoil. Also wie man auch hier sieht, hier ist was mit dem Mauszeiger anzeigt, die Rückschusskontrolle und dass die Schüsse auch einfach gebündelter abgefeuert werden und nicht so querbeet verteilt, wie wenn ihr jetzt keinen Kompensator drauf habt. Ein Schalldämpfer bringt euch diesen Vorteil nicht. Ein Schalldämpfer ist einfach nur da, dass der Schuss nicht so laut ist. Aber das könnt ihr in PUBG vergessen, da die Schüsse sowieso extremst laut sind in dem Game. Also lasst die Schalldämpfer, die Flashhalter, also die Mündungsfeuerdämpfer liegen. Sucht euch auf jeden Fall Kompensatoren für eure Sturmgewehre, für eure Maschinenpistolen. Von mir aus könntet ihr auch Schalldämpfer nehmen, scheißegal. Aber ein Kompensator ist in der Regel einfach immer effektiver. Der Griff, das ist auch ein großes Thema, die Griffe, ja. Den richtigen Griff zu benutzen, da gehen auch die Meinungen auseinander, glaube ich. Meine persönliche Meinung zu Griffen ist, der vertikale Handgriff ist der absolut beste Griff für Sturmgewehre. Ja. Diesen solltet ihr auf jedem Sturmgewehr, das möglich ist, draufpacken. Ja. Damit könnt ihr die Rückschusskontrolle eurer Waffe, finde ich, am besten kontrollieren. Wie ihr hier seht, die vertikale Rückschusskontrolle, finde ich, ich komme damit einfach am besten klar, wie mit anderen Griffen. Ich habe schon etliche ausprobiert, aber ich würde auf jeden Fall diesen Griff mit meinem Namen unterschreiben. Ja? Solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Bei einer DMR würde ich euch raten, nehmt den leichten Griff. Ja? Ihr seht jetzt hier auch schon, diese ganzen Pluspunkte, da steht zum Beispiel einmal Schwankungskontrolle Feuer, Schwankungskontrolle Atmung, Rückstoßerholung nach einem Schuss, Rückstoßkontrolle beim ersten Schuss. Ja, das sind alles Pluspunkte für eine halbautomatische Waffe, sprich für eine DMR. Das bringt, wenn ihr jetzt den leichten Griff auf ein Sturmgewehr packt, bringt euch das absolut keinen Vorteil. Also, ihr solltet auf jeden Fall gucken, dass dieser leichte Griff bei einer SKS ausgerüstet ist oder bei einer Mutant, whatever, ja, bei halbautomatischen Waffen, ja, sprich, wo ein Schuss rauskommt. Das seht ihr jetzt zum Beispiel jetzt auch hier, wenn ich jetzt die SKS nachgeladen habe und damit schieße, kommt, da seht ihr jetzt gleich, wie weit die Waffe nach einem Schuss nach oben zieht, ja. So, das war jetzt einfach mal nix, ja. Das ist jetzt nicht gerade viel, also ich ziele jetzt auf das mittlere, habe die Atmung aktiviert. Es geht so ein bisschen über die Mauer. Ja, ihr könnt es auch noch mal in Zeitlupe abspielen, das Video. Jetzt mache ich diesen Griff weg. Ja, jetzt seht ihr mal gleich, wo habe ich jetzt gerade eben hingeschossen? Da hinten, glaube ich, war das so? So, ihr seht gleich mal, ich bin jetzt einfach mal hier oben. Ja, ich packe das noch mal drauf zum Vergleichen. So, zack, auf dem mittleren. So. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal viel effektiver. So. Das nächste Thema wäre das Schrägvisier. Ja, das Schrägvisier bringt sogar einen coolen kleinen Vorteil. Der wäre, ihr könnt ja ab dem Visier 6, also ab dem 6er Visier, könnt ihr ja rauszoomen. Ab, so habt ihr diese Zoom-Funktion. Ja? Wenn ihr so ein Schrägvisier auf dieser Waffe mit dem jeweiligen 6er Visier oder höher drauf habt, könnt ihr schneller rein und rauszoomen. Ja? Wenn ihr es jetzt weg habt, dauert es länger. Ja? So, Leute, das nächste, was ich euch gerne mit auf den Weg geben würde, ist, übt mit den verschiedenen Visieren. Ja? Wenn ihr, es gibt ja verschiedene Visiere, das vom Rotpunktvisier bis zum 15-fachen Visier. Ja? Und ihr könnt auch üben, damit zu spielen. Ja, ihr müsst nicht immer nur denken, okay,
ich pack auf meine Nahkampfwaffe nur ein Rotpunktvisier oder ein Zweiervisier. Ihr könnt natürlich auch höhere Visiere, ja, auf die Waffe draufpacken. Das Problem ist nur, je größer das Visier ist, desto schwieriger wird es, die Waffe, sprich den Rückstoß einer Waffe, zu kontrollieren. Aber wenn ihr dranbleibt und euch langsam reinsteigert und ihr merkt, okay, mit dem Rotpunktvisier auf der M4 oder auf der Barrel kann ich schon richtig gut den Recoil kontrollieren, aus den verschiedensten Distanzen heraus die Gegner eliminieren, dann könnt ihr euch so ein bisschen höher tasten. Ja? Sprich, ihr geht vom Rotpunkt aufs Zweiervisier, vom Zweiervisier aufs Dreiervisier. Und ich sag mal, wenn ihr beim Dreiervisier angelangt seid, dann sind sich dadurch schon euch enormste Möglichkeiten. Ja? Ihr könnt zum Beispiel auch hier jetzt zumal, wenn ihr mit dem Dreiervisier jetzt hier zielt, ja, und auf diese Gegner schießt, dann seht ihr ja quasi die Gegner näher durch das so ein Visier, ja. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe, dann fällt mir das persönlich schon schwieriger, wenn ich nur mit dem Rotpunkt drauf bin. Aber wenn ihr es schafft mit einem größeren Visier, ja, dann eröffnen sich dadurch euch die neuesten Möglichkeiten, ja, Gegner aus weiterer Distanz mit eurem Sturmgewehr zu eliminieren, ja. Das finde ich eine geile Sache. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall üben. Bleibt da dran. Auch traut euch was, ja. Traut euch mit größeren Visieren zu spielen, ja. Wir können das einmal kurz testen. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal so kurz jedes Visier mal durch. Einfach um euch zu zeigen, was ist möglich und so und wie das so aussehen könnte. Die Frage, die sich auch wahrscheinlich bei dem einen oder anderen gestellt hat im Laufe des Spielens, so, was nehme ich eigentlich mit alles? Also was packe ich alles in meinem Rucksack und führe ich mit mir das ganze Spiel über? Ich kann euch mal kurz zeigen oder sagen, wie ich das handhabe. Also ich gucke, dass ich immer so, ja, sage ich mal so 6 bis 7 Medikits immer mit mir rumführe. Das finde ich eigentlich immer eine ganz gute Menge, ist nicht zu wenig und nicht zu viel. Verbände nehme ich auch immer so 10 Stück mit. Die Verbände nehme ich eigentlich nur, um mich unterwegs, wenn es mal brenzlig wird oder hektisch wird, im Fahrzeug. Also während ich Auto fahre oder während ich Fahrrad fahre oder Motorrad fahre, scheißegal, ja, tue ich mich währenddessen heilen, ja. Das könnt ihr auch mit Boostern tun, sprich mit Schmerzmitteln oder Energies, könnt ihr alles während der Fahrt benutzen. Was Schmerzmittel angeht, nehme ich nur 1 oder 2 maximal mit. Hat einfach den Grund, es dauert mir persönlich zu lange, bis ich dieses Schmerzmittel eingenommen habe. Und die Tragekapazität einfach größer ist als bei den Energy Drinks. Deswegen gucke ich, dass ich einfach mehr Energies immer mit mir rumführe als Schmerzmittel. Auch wenn ihr jetzt eine Adrenalinspritze findet oder so, die natürlich den allerbesten Boost auf einmal gibt, aber dauert natürlich auch am längsten zu benutzen, tue ich, wenn ich so eine Adrenalinspritze finde, mir direkt reinjagen. Ja, direkt ab in den Oberschenkel mit und weiter geht's. Ja, tue ich gar nicht überhaupt mit mir großartig lang rumführen. Energy Drinks gucke ich, dass ich auch immer so 7 mit mir rumführe oder vielleicht auch mal ein paar mehr, je nachdem, wie viel Kapazität ich gerade habe. Aber das sind so die Anzahl an meinen Heilgegenständen, die ich mit mir rumführe. So, beim Thema Granaten, da sieht es wieder anders aus. Da habe ich jetzt zum Beispiel, was Splittergranaten angeht, habe ich maximal so 1 bis 2 Splittergranaten bei mir. Blendgranaten und Rauchgranaten habe ich in der Regel mindestens 2, auch mal mehr. Ja? Weil ich finde, taktische Granaten wie die Rauchgranate und Blendgranate sind für mich persönlich viel wichtiger. Da es auch mal darum geht, okay, ich habe jetzt einen Gegner erschossen, ich bin Open Field irgendwo und ich brauche Deckung. Ja, und das macht man halt ganz gut mit einer Rauchgranate, dann macht man sich mal schnell nicht mehr sichtbar
und kann dann in Ruhe den Gegner looten, ohne dass man hier direkt auf einem Silbertablett quasi liegt oder steht. Oder dass man, ohne dass man quasi auf dem Silbertablett da präsentiert ist. Und bei Blendgranaten ist halt sehr gut, wenn du in einer brenzligen Situation bist und der Gegner will dich pushen und da kannst du mal schnell eine Blendgranate werfen, dann ist er blind und du kannst entgegenwirken und ihn eliminieren. Oder du pushst natürlich, geht natürlich auch, wenn jemand im Haus drin sitzt, du willst ihn pushen, er hat eine Schrotflinte in der Hand, zack, Blendgranate reingeworfen, reingejumpt und ihn weggemacht. Im Idealfall natürlich, ne? Ich fasse es nochmal kurz zusammen. 6 bis 7 Medikits, 10 Verbände, 2 Schmerzmittel, 7 oder 8 Energy Drinks, 1 bis 2 Splittergranaten und jeweils 2 von den anderen. Molotov Cocktails habe ich jetzt gar nicht erwähnt, die benutze ich jetzt. Ich bin nicht so jemand, der Molotov Cocktails jetzt unbedingt benutzt. Das müsst ihr nach an eurem Spielstil abhängig machen oder ob ihr die gerne spielt. Und ja, wie gesagt, Blendgranaten mindestens 2 oder mehr. 2 oder 3, vielleicht auch sogar 4, je nachdem, was der Rucksack hergibt. Natürlich gehe ich jetzt von dem Ganzen, was ich aufgelistet habe, von einem 2er-Rucksack aus. Wenn ihr einen 3er-Rucksack habt, könnt ihr natürlich viel mehr mitnehmen. Aber ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass ihr so in der Richtung mal liegt. Ja. Was die Munition betrifft, gucke ich, dass ich immer so bei 200 Schuss ungefähr liege. Also sprich, das, was in dem Magazin schon drin ist, und halt nochmal so 150, 160 Schuss, wie hier jetzt auch nochmal extra. Ein anderes witziges Detail, was ich euch auch unbedingt ans Herz lege, ist immer eine Pfanne mit euch zu führen. Eine Pfanne kann nämlich die Schüsse abprallen lassen. Ihr seht hier ja jetzt, dass ich die Pfanne hier unter meinem Rucksack habe. Ja. Die Schüsse, die prallen unter anderem an der Pfanne ab, ja, also die Pfanne bringt euch quasi einen Schutz, ja, ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass sie immer eine Pfanne mit euch rumführt, Brechstange oder Axt, sowas könnt ihr liegen lassen, das bringt euch nichts, aber eine Pfanne immer mitnehmen, wenn ihr die seht, ja, ganz wichtig. Und was das Thema Granaten noch betrifft, also ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass ihr die Splittergranate immer ausrüstet, ja. Also sprich, dass die Splittergranate immer hier abgebildet ist. Wenn ihr jetzt eine neue Granate aufnimmt, eine Rauchgranate oder eine Blendgranate, dann wird der Platz immer gewechselt. Das schaut auf jeden Fall, dass die Splittergranate immer ausgerüstet ist. Das macht ihr, indem ihr einfach der Mauszeiger ist im Inventar, einfach einmal hier draufklickt, mit dem Rechtsklick und dann ist es schon drin, ja. Hat einfach den Vorteil, die Splittergranate ist die Granate, die am meisten Platz verbraucht. Wenn ihr die hier reinlegt, also sprich an euren Gürtel dran macht, habt ihr wieder im Rucksack mehr Platz, um was anderes mitzunehmen. So Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mal wieder bei einem hoffentlich informativen Video, PUBG Tipps und Tricks. Lasst euer Feedback, eure Anregung gerne wieder in den Kommentaren da. Würde ich mich unheimlich freuen, auch über einen Daumen nach oben. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, der ist bei mir auf YouTube verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich schon auf eure Nachrichten, auf eure Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in den Battlegrounds, haut rein und tschüssi.